Ich selbst war ja ganz im Anfang, zum Buddhisten kam, habe ich mich sehr gewundert, dass die alle Augenblicke so die Hände zusammen und da verneigt und wieder dort verneigt und wieder verneigt und so, kam mir ein bisschen übertrieben vor. Und ich habe da nicht mitgemacht, ehrlich gesagt, weil ich kam nicht aus meiner Einsicht und auch nicht aus meinem Gefühl heraus. Und dann dachte ich, dann mache ich das auch nicht. Und ich bin ja evangelisch erzogen, da tat man sowieso die Hände nicht zusammen, da kam mir das noch katholisch vor. Und dachte ich, das liegt mir auch nicht. Also alles unsinnige Sachen im Grunde. Alles, was man so wieder Muster, die man hat, ich verneige mich doch nicht von der Figur. Und ich habe dann sehr merkwürdig gefunden, einen Vers beim Dhammapada: Wer ehrerbietigen Wesens ist, stets den gereiften Ehr erweist, bei dem gedeihen der Dinge vier Langleben, Schönheit, Glück und Kraft. Also langes Leben, Schönheit sogar, Glück und Kraft bekommt man, wenn man ehrerbietig ist. Natürlich heißt es den Gereiften. Das sind ja wohl die Heiligen und die eben Erleuchteten. Und der Buddha ist ja nun mal ein Erleuchteter, ein Erwachter. Das hat mich sehr gewundert, was man alles dadurch bekommen sollte. Denn wie gibt es denn das, wenn ich mich verneige immer? Es ist ja interessant, dass beim Mahayana-Buddhismus die verneigen sich unzählige Male. Niederwerfungen, ja Verneigung, aber in ganz rigoroser Weise, tausende von Malen niederwerfen. Immer wieder niederwerfen, niederwerfen, niederwerfen. Und dachte ich, was soll das nur? Aber dies machen die, sagen, es hat sehr große Wirkung für einen, dass man sich wirklich niederwirft für etwas, was man als edel, als hoch, als über sich hinausgehend ansieht. Und ich erzähle das gerne, dass mir einmal dann, ich habe es ja auch gemacht mit der Zeit, weil es ja nicht ein Außenseiter sein, also macht man ja auch mit. Und habe ich dann auch, also nicht verneint, vom Buddha, na gut, gehört sich so. Und dann ging es mir mal ganz schlecht. Ich habe ja meditiert, war alles soweit in Ordnung, nur mit der Verehrung, das war nicht so großartig. Und da ging mir schlecht und ich merkte, alles irgendwie lief mir so aus den Fingern heraus. Ich packte die Meditation nicht richtig, sogar die Metta-Gefühl war nicht so voll da, wie ich das kannte vorher. Alles, ich dachte, was ist jetzt los? Nichts passiert mehr, woran kann ich halten? Ist ja nicht mehr. Und dann fiel mir ein, Verehrung und Zuflucht. Und dann habe ich das ganz bewusst gemacht. Und da merke ich, da ist wirklich was, was halt ist. Da kann ich, vor dem kann ich mich verneigen. Das ist höher als ich. Und dann auf einmal ging's. Da wusste ich, wovor ich mich verneige und was das für mich bedeutet. Es hat mir eben, wie gesagt, sehr lange gebraucht, bis ich dahinter kam. Und dann finde ich, dass es das wirklich ist. Es ist dieses, es gibt einen ja Kraft, innere Kraft, also, und innere Kraft macht die Voraussetzung für ein längeres Leben. Das ist ganz in Ordnung. Dann Schönheit, und man fühlt sich auch schöner, wenn man sich mit was Edlem verbindet. Klar, als wenn man mit niedrigen Dingen nur immer zu tun hat. Auch ganz klar. Und das vierte, was, langes Leben, Schönheit, Kraft und Glück, ne? Ja, Kraft und Glück ist es auch, dass man sowas gefunden hat. Also es hat was für sich. Dieser Vers ist gut, sollte man sich mal merken. Und dann, es heißt ja auch, dass man sich nicht überheblich fühlt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war es ja überheblich. Ich dachte auch, was soll das? So ein überheblicher Stolz und so, dass man mal sich klein macht, ein bisschen demütig, ein bisschen dahin
da sich wieder auf die Größe zurückführt, wo man noch ist. Und trotzdem ist man viel wert. Aber man kann sich vor Größeren ja mal wirklich verneigen. Das war jetzt nochmal wegen der Verehrung und Zuflucht. Wir haben heute über Ethik gesprochen oder Sittlichkeit, fünf Sila. Und die Sittlichkeit braucht ja jedes Land, jeder Staat braucht etwas. Und der Buddha hat selbst gesagt, dass Scham und Angst die Menschheit überhaupt erhalten würde. Angst und Scham. Und wenn wir denken, was in unserem Land, ich glaube in Deutschland, wahrscheinlich auch in Österreich, gibt es natürlich Gesetze, das heißt bürgerliches Gesetzbuch, wo man die Paragraphen, alle, was man nicht tun darf und was man tun darf. Und wovor haben wir denn Angst? Vor der Strafe. Ganz klar, man hat Angst vor Strafe, dass man weiß, dass man mit Geld, mit Haftstrafen, mit Führerscheinentzug, das ist natürlich Strafe oder Eintragungen, dass man das nicht haben will. Also hat man Angst davor und hütet sich. Das ist eine Möglichkeit, wie man natürlich sich an Gesetze hält. Dann sind es die in den Gesellschaften die Moral. Moralische Gesetze. Das tut man nicht. Und da ist es meistens die Scham. Ich schäme mich vor anderen, weil ich das doch tue. Dass oft die Moral enorm übertreibt und Dinge da verbietet, die im Grunde keinen Schaden anrichten, aber, tja, vielleicht ist es ein Machtgelüst oder irgendwas, dass man andere bestimmen kann, sich so oder so zu verhalten in einer Gesellschaft. Aber es hat sicherlich auch was für sich, dass man sich gut benimmt, sozusagen. Dann gibt es ja die Gesetze von Kirche und, ja, Kirche hauptsächlich, Kirche und religiösen Sekten, Gesellschaften, Vorschriften, Gebote, Verbote, da. Und da gibt es ja keine Strafe in dem Sinn, dass man inhaftiert wird, aber da wird, heißt es Hölle und Sünde und Qualen im Jenseits, alles Mögliche, was man da erwarten kann, natürlich auch Strafen. Es ist aber in religiösen Gemeinschaften ja auch die Scham vor anderen. Man will ja in der Gesellschaft anerkannt werden, man wird missachtet, man wird ausgestoßen eventuell sogar. Und bei den fünf Sila ist es im Grunde auch so, dass in Asien hauptsächlich so wird immer wieder gesagt von allen und betont, und in den Dhammapada-Versen kommt es oft vor, dass man, wenn man sich daran hält und das nicht tut, nicht tötet, nicht verletzt, nicht stiehlt, nicht sexuell Schaden anrichtet, nicht mit bösen Worten und verletzend umgeht oder Süchten, dann hat man ein gutes Karma. Man will ein gutes Karma haben. Und das Karma bezieht sich einmal auf das jetzige Leben. Und Karma heißt ja Tat, Folge. Das ist so diese Energie, die man mit seinen Taten, seinen Worten und sogar seinen Gedanken erzeugt, dass diese Energie eine Rückwirkung auf uns hat. Immer wieder. Dass man also erwarten kann, dass Ähnliches, was ich tue, auf mich zurückfällt. Und da muss man halt sehr aufpassen. Das ist Karma. Und wenn es nicht in diesem Leben passiert, heißt es, dass sogar in der Wiedergeburt dann die Tat, die Saat aufgeht. Und da man in Asien an die Wiedergeburt absolut glaubt, ist das natürlich auch ein großer Druck, dass man sich hier an diese Gesetze, die Silas hält.
ganz klar. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit oder Möglichkeiten. Und ich finde sehr schön zum Beispiel, wie der Thich Nhat Hanh das ausdrückt. Da ich weiß, dass Töten und Verletzen viel Leid erzeugt, bemühe ich mich nicht zu töten und zu verletzen. Also aus dem Wissen heraus und aus dem Mitgefühl heraus. Aus Wissen, Einsicht und Mitgefühl heraus will ich das nicht tun. Nicht, weil ich da Strafen erwarte oder mein Karma verbessern will unbedingt, sondern einfach aus Einsicht und Mitgefühl. Sehr schön. Da ich weiß, dass Stehlen und Dinge an sich reißen viel Schwierigkeiten, Leid verursacht, halte ich mich davon zurück, tue es nicht. Da ich weiß, dass sexuelles Fehlverhalten Leid bringt, Schmerzen und vieles Schwierigkeiten, will ich es nicht tun. Es ist immer wieder aus dieser Einsicht heraus. Da ich weiß, dass Worte verletzend sind und Schwierigkeiten machen können, halte ich mich vor den verletzenden Worten zurück. Und bei Süchten selbstverständlich auch. Das ist eine gute Wende. Ich weiß nicht genau, die Formulierung, sie heißt noch ein bisschen anders. Ich glaube, der Jochen weiß es sicher genau richtig. Jochen, weißt du es, wie, ist er nicht da, ich weiß, er sagt irgendwie anders heraus, also aus meinem Bewusstsein heraus oder so ähnlich. Aus dem Wissen heraus. Aus dem Wissen heraus auch. Also schon, wie ich gesagt, aus Wissen, aus der Einsicht und aus Mitgefühl. Das stimmt. Aus dem Wissen heraus. Mitgefühl steht nicht drin. Steht jetzt nicht wörtlich drin, aber. Aber das ist ja drin, wenn ich weiß, dass es Leid macht. Und ich will ja kein Leid machen, habe ich ja Mitgefühl mit dem. Nicht? Weiß ich, ich will ja kein Leid verursachen. Ich denke, das kann man ruhig sagen, dass es Mitgefühl auch ist. Ich will es nicht verursachen, Leid verursachen, also habe ich Mitgefühl, sehe ich so als Mitgefühl gewendet. Und er schreibt ganz, ganz lang darüber und sehr schön, der Thich Nhat Hanh. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, sich an die Ethik zu halten, und das ist aus der Gesinnung heraus, eine wirkliche, tiefe Gesinnung. Und das ist der zweite Schritt auf dem edlen, achtfachen Pfad. Der erste heißt rechtes Erkennen, rechte Ansicht, was wir gestern, dass man heilsam und unheilsam gut unterscheiden kann, dass man auch an sein Karma natürlich denkt und dass man weiß, dass ich mit heilsamen Karma verbessere, mit unheilsamen mein Karma verschlechtere. Ganz klar. Und jetzt kommt aber die Gesinnung, das heißt, ich muss es üben. Ich muss das heilsam üben. Und da in der Gesinnung heißt es, eine entsagende Gesinnung, also loslassen, nicht tun, verzichten auf etwas, und eine gütige, liebevolle Gesinnung. Die zwei Arten von Gesinnung sollen nun wirklich geübt werden, dass es eingeht. Gesinnung heißt ja nicht nur ein Gedanke, wie das erste ist Erkennen, ein Gedanke, Ansichten. Das zweite ist, ich bin durchdrungen davon, mich durchdringen lassen davon, von der liebevollen Gedanken, durchdringen lassen von den Gedanken, dass ich abstehe von üblen Dingen, von bösen Sachen. Also entsagende, entsagen, auch absagen der unheilsamen Dinge. Das ist dann die rechte Gesinnung. Und wenn man sie immer wieder übt, wenn man die Gedanken immer wieder hegt und pflegt, dann verankert sich das in einem und dann kann man es eigentlich erst Gesinnung nennen. Und aus dieser Gesinnung heraus, da kommt eine Ethik, die ganz klar gütig, liebevoll ist und die auf der anderen Seite etwas verabscheut und loslässt, was schlecht, unheilsam, negativ ist. Es ist die Gesinnung. Und interessanterweise oder klarerweise, logischerweise, ist auch die Gesinnung an dem zweiten Platz, zuerst die Erkennen, Einsicht haben, dann die Gesinnung des Üben, dass es sich verankert in mir
und danach kommen die Sittlichkeiten. Da kommen Sittlichkeitsregeln, das nicht mit den Worten nicht verletzen und mit den Worten gut umgehen, Wahrheit sprechen, mit dem Handeln und mit dem Beruf. Das ist dann die Ethik, die aus dieser Gesinnung heraus selbstverständlich eingehalten wird. Dass man ein guter Mensch ist und gut handelt und sich interessanterweise sich daran freut. Das heißt, an dieser guten Gesinnung sich daran freuen. Und dann ändern sich die fünf Sila zu einer Übung, die man gerne tut, weil man merkt, sie reinigt einen noch mehr. Es freut einen, dass man sie einhalten kann, dass es möglich ist, auch wenn man sie nicht perfekt machen muss und soll und auch nicht kann. Perfekt geht gar nicht. Aber dass man sich darum bemüht und dass man täglich mal schaut, das und das habe ich wirklich eingehalten. Da habe ich mich mal zurückgehalten. Oder ich habe es positiv, in der positiven Form, ich habe etwas Gutes gefördert. Das ist etwas, was einen aufbaut. Es baut die Gesinnung auf, es baut das Gefühl von Selbstwert auf, man fühlt sich wohler, besser, reiner. Und das ist was, was mich auf meinem Weg wirklich weiter fördert, was mich entwickelt. Wenn man die Sila so dann ansieht und mit ihnen eigentlich täglich irgendwie sich damit beschäftigt und es einbezieht in das Leben, und manche sagen, gerade Gerald sagte, dass er in seinem Beruf immer versucht, die fünf Sila oder eins reicht dir am Tag. Ja. Und dann ein Sila am Tag, das will ich diesmal durchhalten, nicht überschreiten, sondern vielleicht sogar das Gegenteil tun. Auch das Gegenteil, das Positive. Und er erzählt sehr nett, hat er sehr nett erzählt, das kannst du ja selber mal sagen, was du abends dann machst, ja? Oder überhaupt, wie du es machst. Ja, ist immer ganz interessant. Ich am Abend dann eben betrachten, den Tag sozusagen rückwirkend betrachten, sich eben über dieses eine Sila, was man sich womöglich in der Früh vorgenommen hat, dann auch wirklich zu freuen, eben wie du es angesprochen hast, dass es eben funktioniert hat, dass es möglich ist. Mhm. An dem einen nicht gleich den großen Anspruch stellen, klein beginnen. Mhm. Und das macht auch Freude. Oh ja. Ja, dass man sieht, es macht Freude, wenn man wirklich eins wieder so den Tag über eingehalten hat, dass es einfach Freude macht. Ich finde das großartig. Und das kann man wirklich in den Beruf und überall einbringen. Morgens sich das vornehmen, das tue ich nicht. Ich verletze heute mit Worten keinen. Ne? Schwer genug. Und das mal nicht tun. Mal nur heute einmal nicht tun. Und dann sehen am Abend, ob man das geschafft hat. Oder wie nennst du das denn? Heute will ich... Bitte, sag mal, wie du das so dir vornimmst morgens. Heute... Eigentlich mit den klassischen Sätzen, also heute will ich niemanden verletzen oder eben auch in Gedanken abwerten oder mir eben nichts nehmen, was mir nicht zusteht. Ja. Und auch diese Formulierung, wie es in dem Pali begriffen ist, also diese Übung will ich auf mich nehmen. Als Mantra fast. Aha, diese Übung will ich auf mich nehmen, sehr schön. Das ist auch ganz wichtig, dass man wirklich sich dazu steht, dass man diese Übung machen will. Mhm. Das stimmt, das steht dann noch dahinter, habe ich gar nicht erwähnt. Und das kann man nur empfehlen, möchte ich nur sagen. Und es ist so schön, wenn man weiß, da macht es jemand, der wirklich das ganz konkret wirklich in den Tag einbaut. Das geht. Dankeschön.